Rauchschwaden über einem ICE auf der Froschgrundseebrücke bei Coburg im Norden Bayerns, nahe der Landesgrenze zu Thüringen. Minuten nach dem Alarm sind Feuerwehren und Rettungskräfte unterwegs. Es ist eine Übung. Das Szenario: Der ICE ist mit einem Bautrupp zusammengestoßen, der auf der Brücke gearbeitet hat. Viele Verletzte. Helfen Sie doch, mein Freund! Helfen Sie! Der Zug steht mitten auf der knapp 800 Meter langen und 65 Meter hohen Brücke. Für die Retter eine Herausforderung. Ich habe hier keine Infrastruktur, die ich zum Beispiel in einem Tunnel habe. Ich habe schwierige Zufahrtswege. Ich muss sehen, dass ich lange Wege zurücklege, mein Material hierher bekomme. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Rettung funktioniert sehr koordiniert. Die Kräfte machen das, was sie eigentlich auch im Tunnel gelernt haben. Es werden zahlreiche Verletzte gerettet. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz, rund 500 Rettungskräfte sind im Einsatz. Circa 35 Feuerwehren aus der Umgebung sind alarmiert, länderübergreifend. Die Strecke ist ja eine deutsche Einheitsstrecke und das leben wir hier live, indem wir auch zusammenarbeiten, Thüringer und Bayerische Feuerwehren. Sogar die Wasserwacht ist im Einsatz und sucht im Froschgrundsee einen mutmaßlich Vermissten. Währenddessen werden am Zug weiter Verletzte abtransportiert. Aber noch immer steigt an der Unfallstelle Rauch auf. Die Löschwasserförderung läuft noch. Das ist ein sehr schwieriges Problem, da wir lange Wegestrecken zurücklegen müssen hier auf die Brücke und hier keine Löschwasserleitung haben. Die Rettungskräfte bringen die Verletzten zu den Sammelplätzen an den beiden Brückenköpfen. Das Einsatzkonzept hat die Deutsche Bahn über 7 Jahre zusammen mit den verantwortlichen Rettern erarbeitet. Wir haben während der Bauzeit schon engen Kontakt mit den Rettungskräften gehalten. Auf der einen Seite Sicherheitsaspekte während der Baudurchführung. Auf der anderen Seite haben auch die Rettungskräfte die Möglichkeit gehabt, von Anfang an sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Jetzt ist die Eisenbahninfrastruktur fertig. Jetzt kann geübt werden. Wichtig auch, dass die Kommunikation funktioniert. Wir kümmern uns darum, dass wir Rüstsatzbahn herbekommen mit Rollwegen, weil die haben immer 2 Stück. Da müssen wir Coburg und Lichtenfels alarmieren. Die Schwierigkeit ist, mit diesen großen Mengen von Einsatzkräften dann umzugehen, das zu koordinieren und da, genau das wollen wir gemeinsam identifizieren, was funktioniert und wo wir gut sind und was können wir noch verbessern. Nach 3 Stunden ist die erste Großübung auf einer Brücke der Neubaustrecke zwischen Bamberg und Erfurt beendet. Mit wichtigen Erkenntnissen. Vor allem eine: Sicherheitstechnisch steht der Eröffnung im Dezember nichts im Wege.